Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2015 Mega-Koop-Saison. Heute mit einem etwas kleineren Starterfeld, aber immer noch mit den wichtigsten Fahrern sind einfach da. Ja, ihr seid einfach die wichtigsten. So. Und zwar mit dabei der Forza Creeper, der Mickey, der Pro Game, der Let's Play Noob, der Pace Gamer, Schwertbier, Tom Thompson, der Hustle, Viper und der Googie. Grüßt euch alle. Hallöchen. Servus. Hallo. Googie. Also ein kleiner Insider. Ja. So. Team Männer mit Psychos und Sparkplug haben sich abgemeldet und Striker ist sowieso schon die letzten Male, wissen wir, weiß keiner, was eigentlich mit ihm ist. Also wenn jemand weiß, was mit ihm ist, der kann gerne sich bei uns melden. So. Wir losen einfach mal aus und gucken mal, wo die Reise hingeht. Nach Sochi. Packen unsere LKWs in ein Flugzeug. Ich hoffe ja arg nach Italien. Nein. Nein, bitte nicht. Hockenheim, Hockenheim, Hockenheim. Ich will nur Wodka saufen. Ja! Och nee. Ja, geil. Viper GG. Passt das zum echten Rennwochenenden? Zum Circuit de Catalunya. Mit Regen. An 6 Strecken zur Auswahl. Wir nehmen eine, die ich überhaupt nicht abkannt. Da haben wir sie hinter uns, mein Gott. Ding da positiv. Habt ihr die wenigstens nicht als letztes Rennen oder so? Ja, das letzte Mal war es ja so, da haben wir ausprobiert, mal im Training auch schon in Team-Channels zu sein. Das kam mal so an, aber überwiegend haben die meisten Leute gesagt, nee, macht's wieder so, wie es vorher war. Und deswegen machen wir das auch wieder. Wir haben uns aber uns selber mal vorgenommen, nicht so übertrieben off-topic zu gehen, aber naja, mal gucken, ob es klappt. Warum hat der Real zu gleich geschafft? Doch ruhig. Es ist Freitagmorgen und fast 10 Uhr hier in Katalonien. Wir rechnen damit, dass die ersten Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke gehen werden. Also ich will jetzt auch nach Katalonien gehen. Da haben sie schon Freitag 10 Uhr morgens, ey. Ja, hallo. So früh aufstehen? Nee. Wir müssen Rennen fahren? Nee, ich denke nicht mal hin. Man muss dazu sagen, wir nehmen immer mittwochs auf. Ja, wenn ihr jetzt das da draußen anguckt, habt ihr natürlich schon Wochenende. Wir aber noch nicht. Wir arbeiten noch drauf hin. So, ich hab Urlaub. Ruhe. Ja. So. Naja, das ist die letzte Woche. So, bin jetzt mal gespannt. Aber das habe ich erst wieder im Juli. Nee, ich habe sogar wieder im Juni, da gehe ich nach England. Bei statt Teetrinker. Nein. Lass uns einfach runter. Bin ich so weit vom Tier, von dem Hauptthema abschwenken. Ich bin Teetrinker. Ich bin Kaffeetrinker, so. Ja, Kaffee muss sein. Ich bin Energy-Trinker. Ja, ich bin Tee-Trinker. Und Tee auch. Trinker. Ja. Eistee. Aber nicht zum Wachwerden. Nee, Tee einfach so zwischendurch. Zwischendurch? Ja, mit viel Honig. Mit viel Honig. Und der Tee zum Frühstück ist frei. So, fahren wir mal raus. Ja, boah, geht mir genauso. Die Strecke ist noch frisch. Hä, wieso hat mein Fahrstil auch. Ich habe mich gerade abgesetzt und ich hatte nasse Reifen, das hat so ein bisschen gespritzt. Herzlichen Glückwunsch. Wir wollen nicht vom Thema abschweifen. Ich halt die Klappe. Ich halt einfach die Klappe. Interessiert uns nicht, dass du feucht bist. Lass den Schild nicht weg, ne? Wird schon übernommen von anderen. Sehr gut. Wow, 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 wow. Da geht der Erste schon flöten. Wow, 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 wow. Ja, er hat mein Lenkrad schon genommen. Ich muss mal kurz mein Lenkrad synchronisieren. Gleich bist du wieder disqualifiziert. Ah, sorry, ja. Ich sehe schon, komm. Jakob. Ja, Spoiler Nummer 1. Gut. Ich wollte gerade sagen, Lukas. Scheiße. Fängt ja schon gut an. Es wird hier ein teures Wochenende. Ich hab's vorschwingen lassen, ich mag Katalonien überhaupt nicht. Was sind hier die Ausreden hier? Also in Forza ist das für mich die Standardstrecke schlechthin, da wird jedes Auto getestet. Ich glaube bei Tom auch so ähnlich, ne? Ja. Ja, so wissen wir schon die ersten zwei Plätze fürs morgige Rennen. Ja, schön. Tom auf 1, Ray auf 2. Definitiv. Wetten werden jetzt angenommen? Ja. Remo, du fährst vor mir rum. Also eine KI. Oh, das Komische ist, mein Lenkrad ist. Remo, wirklich, mir disqualifiziert, ich seh's kommen. Nee, ich bin gerade im Startmenü, kann ich nicht disqualifiziert werden. Ich drücke mit meinem Lenkrad auf mein Dings, auf mein zum Anmelden. Es will aber nicht drücken. Was soll die Scheiße? Will nicht drücken. Es will nicht drücken. Jetzt noch mal Abo noch fahren. Vielleicht hast du zu viel Gewicht drauf.
Nee, ich glaube die Taste ist kaputt, was soll die Scheiße? So, vielleicht doch mit Lenkrad. Remus Lenkrad ist noch mehr kaputt gegangen, als sowieso schon kaputt ist. Da wollte ich ja mal einchecken. Ja, da liegen ja Frontbilder rum. Ja, Lukas. Bin denn nur. Was denn? Ah, jetzt geht's. Ja, ich hab ja ein paar Einzelteile verteilen, ja, die zu wissen, was auf was hinzukommt im Rennen. Jetzt hat er das akzeptiert. Und wir werden die. So. Geht doch. Wie die arbeiten, ich feuer die irgendwann noch, ey. Du auch der Teamchef bist, ne? Ja, schade. Einfach, ich dachte, du magst die Strecke nicht. Mag ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, dass man nicht trotzdem schnell sein kann. Rally voll scheiße, ich bin nur Erster geworden. Ich drücke mal die falsche Taste drücken für DRS. Okay, du hast zum dritten Mal die Sicht gewechselt. Mann, ey. Gas. Ja, wenn du halt vom normalen Lenkrad gewöhnt bist, dass irgendwie mal oben links ist. Komm, ey. Ey, hört doch mal auf. Oh, Hallöchen. Auf einmal. Ach man. Was war jetzt? Ich hab mich gerade gedreht, bin in der Wand angeschlagen und der erste Spruch von meinem Boxenheini, was ist passiert? Guck mal auf den Fenster. Tom, ganz fröhlich am Winken. Ja. Hi. Mein Fenster, da steh ich. Ja, aber sperrst du dir eh noch irgendwo vorbei, du kannst sogar noch die Hand reichen. Darf ich endlich auch fahren? Wuhu! What the fuck? So. Weit. Stellt er mir ein, wie ich mein Setup einzustellen habe, was ich nicht darf. Super. Ja, ja, dann red ruhig weiter. Geil, Soundbug. Bei mir hört sich an, als hätte ich alles bloß mit 1000 Umdrehungen. Ach, wir schalten ist also heute nicht. Gut. Ach komm Leute, hört doch mal auf. Wo sollten wir denn? Guck mal vorher, als würde ich ein Audi R18 hier e-tron oder sowas fahren. Mit einem Diesel drunter. Ja, aber hochdrehen tut er schon noch. Ja, ja, das hört sich bloß nicht so an. Puh! Die neuen Motoren. Noch weniger Sound. Aber ist da noch hinterher gerutscht? Hi. Hi. Ich habe gesehen, wie der Pfeil immer näher kam, obwohl ich rechts in der Wiese war. Fuck!
An derselben Stelle wieder weggeschmissen, ey, mein Gott. Ja, Hardenreifen mache ich nicht. Aber ich habe meinen Flügel behalten, im Gegensatz zu dir. Das ist scheiße, wenn man auf die Strategie rausbiegt und dann kommt einem der Arsch rum. Ja, das ist mir auch gerade passiert. Wie kostet sich einen Kurven? Habe ich ein mega Problem, dass mir das Heck nicht erstmal rumrutscht. Du sollst vorsichtig fahren. Hm? Du sollst vorsichtig fahren. Danke. Gerne. Haben wir schon mit dem letzten Kilo rein, Mensch. Ah, ich werde nicht warm mit der Strecke. Bin ich durchsichtig. Ist das scheiße, wenn man ohne Sprit um die Strecke fährt? Ohne was? Ohne Sprit. Ohne Sprit? Ich hab ohne Strich verstanden, deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Mann, das war Lippausch-Rausch. Bin ja jetzt so gemein sein und sagen, ja gut, nimm seinen Beruf halt mit zum Hobby mit, aber... Oh. Wie war das heute noch? Wir sind heute nicht wie letzten Mal, ne? Bist schon wieder verletzt, Junge. Ich wollte nur sagen, dass du normal Maler bist. Das ist das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich könnte es sagen, dass das so ist, aber ich hab's ja nicht. Wow, und dass du darauf anspielst, ist die Situation gemein. Was ist gut? Hattest du eventuell einen schlechten Tag in der Arbeit oder so, kann das sein? Ist auch auf der Arbeit, ja. Oh. Nee, mein Teamkollege gammelt nur in der Box rum. Ja, ich guck mir das Ganze gerade so ein bisschen an. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig schnell, das ist schön. Komm in die Box rein, Boxeningenieur. Hi. Er sagt, ich brauche eine positive Vorspur, mein Ingenieur. Hat meiner mir auch gesagt. Ich glaube, wir haben alle denselben Ingenieur, das spielt uns gegenseitig aus. Ne, meiner sagt einfach nur Heizung. Bist du auf Hard oder Weich unterwegs gewesen? Hard. Even. Even. Der einfach nach und Box, dann passiert das nicht. Nee, ich habe mir meine Nachbarn leider nicht raussuchen können. Oh.
blick mal die Leute wieder raus, ich stehe immer noch draußen. Wir machen noch Heizdecken drauf. Ey Leute, jetzt kommt. Schieb mich rein. Die werft er doch eh in Müll. Ja, die Reifen kommen doch eh in die Tonne. Komm aus der Box raus. Das war eine starke. Ja. Habe ich bisher noch nicht gehört. Ich weiß nicht warum. Auf was Neuen erwartet das eigentlich? Mich auch ein bisschen Lob. Remo, wo bist du eigentlich? 11. Sehr gut aktuell. Wow. Also er ist im vorderen, hinteren Feld, also von dem her. Vorderen, was ist... Wie war das im letzten Rennen, die ersten sein? Also weil die echte Formel 1 über 20 Autos heißt, heißt nicht, dass wir hier auch dann die 20 Autos trotzdem seelisch nachmelden. Ah, okay, ja dann... Remo ist nicht letzter, ja, Remo ist vorne im Mittelfeld. Wäre der mir gerade eigentlich angeflogen. Bist du jetzt auf diese Linkskurve da? Jetzt ja, diese enge. Ja, ich. Oder was auch immer. Ja, fahr vorbei. Wow. Fahr vorbei und fahr mich in die Karre. Cut halt noch Auto mehr. Das Auto hat halt leicht übersteuert. Das war schön. Ist ja vielleicht nicht in meiner Nähe, wäre echt geil. Mal schauen. Wir geben es mal. Mal schauen. Ist absichtlich gerade so langsam? Ja, ich hab da vorher gecuttet. Ich hab da gerade gecuttet aus Versehen. Danke fürs Platz machen. Alter, wenn du zu schnell in die Box fährst, dann übernimmt die KI und leitet es erstmal schön gegen die Mauer. Ja, ja. Solange du dabei nicht die Flügel verlierst. Schön 1,5 Sekunden langsamer, ey, als der Rest. Fest. Du meinst als Hassel. Hassel ist nicht der Rest. Ja, du bist aber auch die ist ungefähr dieselbe Zeit. Du kannst nur auf Weich unterwegs. Ja, Weich, ja. Den harten habe ich mega das ganze Problem, dass ich mir immer der Arsch rumgeht. Gut, eine Sekunde. Zwei Sekunden. Also. Marvin, schreib mir mal in TeamSpeak, was du für ein Setup drauf hast. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett falsch. Ich glaube auch. So jetzt. Dote 3. Ah, also Custom Setup, gut. Psst. Deswegen bin ich auch so schnell. Wer rammt denn hier rüber all die blöden Bremsschilder weg? Nur einer, ich hab nur das eine DRS-Schild weggemacht. Ja, ja, ja. Das stört da auch immer.
Ja, wenn man da so weit rausfährt, dann stört's. Im Normalfall kommt man da gar nicht erst hin. Warum auf das man Grün kommt man schon Linie fährt. Das? Nee. Ich weiß schon genau, welches schon. Du meinst beim Kurvenausgang, aber da fährt man normalerweise nicht drüber. Remo, ich wollte eigentlich kein Duell im Training fahren. Gib Stopp. Ja, übt schon mal. Gehen vorbei. Ach hier, ach hier, ach hier. Alter, was für Zeiten hier fährt. Weiß ich, mega gut, Mann. Ja, vor allem Remo. Ja, ey, ich geh die Pace. Was ist? Oh, Entschuldigung. 100% Rennen gelohnt, ne? Entschuldigung, mal geht. Ah, ey, ich hab eine komplette Saison durchgesuchtet. Ich bin auch auf dem Ausrollen. Dieses Jahr, ey, ich bin mega am Abgehen. Am besten schon alles mit Weich gefahren. Ja. Ich hab die X grad drauf. Glück aus der Flasche neben mir. Wasser. Jetzt mal nach, was mir war. Marvin zu geschrieben hat, ich wette. Bierflasche. Er ist komplett in die Hand. Okay, scheiße. Auf Einsatz ist abgegangen oder wie? Nee, ungefähr das, was du mir geschrieben hast. Ja, dann bist du scheiße langsam. Ja. Ich dachte, das Timo ran, dann bist du einfach nur schlecht. Ich dachte jetzt, er würde voll in die andere Richtung gehen. So. Oh, eigentlich wäre das hier mega gut. Ich fahre die andere. Oh nein. Oh, Mann. Hat das gerade gesehen. Ich hatte schon Hoffnung. Nee, hast du nicht. Sie wurde gerade zerstört. Aber Remo, dann versuch einfach die niedrige Zahl, ja, die ich dir geschrieben jetzt, habe. Ich bin jetzt gerade mit dem zweiten, das du mir geschrieben hast, gefahren. Ging sogar eine Sekunde schneller. Nee, Spoiler mal wieder. Nee, aber ich werde jetzt noch eine Runde weicher fahren, einfach zum. Damit du noch mehr blamiert wirst, oder wie? Ja. Richtig GP. Diese Teammoral, Traum. Das steigert das Selbstbewusstsein. Ich denke mir so, ich hätte gern so einen Teamkollegen, und dann haben wir einfach Scheiße, ey. Ja. Wir können das gerne ändern, Lukas. Du bist echt schlecht, Viper. Ja. Okay. Du bist auf der schnellen Runde. Ne? Ich? Nee, ich bin nicht auf der Standrunde. Danke. Ich wollte da gerade wieder zurück in die Box, mir geht irgendwie immer der Sprit aus. Ich hab echt blöde Gefühl, KI versucht immer die Boxen einfach zu driften, ey. Ja, ist aber egal, wie du reinfährst, ob schnell, langsam. Erstmal komplett rumschmeißen, das Lenkrad. Ja, und es ist vor allem egal, wie du sie anfährst. Also du kannst sie schön fahren, da schmeißt trotzdem rum. Remo, du fährst sie nicht schön. Nein, ich bin schön. Schön in seinem Sinne. Nein. Remo und schön, ich glaube, ich kacke, er hackt. Ich glaube, ich kacke, ja. Du hackst abwärts zusammen. Ja, ich habe keine so schönen blonden Haare wie du. Ja, das war halt Ultimate-Fail, ne? Fahren sie alle auf Weichen, ich fühle mich gerade voll schnell, bin ich aber auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, das fängt mich jetzt schon an. Ja, die Runde war also kacke. Der hat durchgereicht, scheiße. In meinem Rückspiegel sieht das alles so schnell aus, wie der sich bewegt hat, ist voll langsam. Auf jeden Fall zieht Flash mein Auto zurück, wie die Boxer wieder so aussieht im Rückspiegel. Ahne bei mir schon wieder so ein Silverstone 2.0, ey.
zitiere nochmal Viber. Mimimi, Spanien, das liegt mir gar nicht. Ja, tut's ja. Auch eigentlich nicht, ich bin gerade sehr überrascht. Ja, okay, dann, wenn Marvin schneller als ich ist, dann... Ja. Go Marvin! Go Marvin, rette irgendwie die Ehre von Sauber! Ja. Nee, die ist schon verloren. Welche Ehre? Ja! Oh, guck, jetzt hast du... Oh. Gut, dann gehen wir zurück in die alten Zeiten des Langstrecken-Motorsports. Sauber einfach mal 0,2 Sauber Sekunden C10. Im ersten Sektor schneller als Hassel. Ja, nee. Wo holst du die 0,2 Sekunden her? Wahrscheinlich in der langen Rechts. Ja, oder er fliegt. In der Kurve. Das ist meine Lieblingskurve auf der Strecke. Meine Hasskurve ist die 90 Grad rechts vor... Danke, Ray, was ist denn los? Scheiße. Oder fährt jemand die alternative Variante? Hier schneller, ja, die alternative Variante. Wir haben es alle gewusst. Ich glaube, ich habe 3 Kurven weniger drin als ihr. Dann ist die Zeit scheiße. Ach komm. Ah. Hab ich dich nervös gemacht, Tom? Ja. Oh. Danke, Weber, dass du gerade reinkommst. Ich warte jetzt gerade, ich hab gerade rausfahren gekriegt. Jetzt habe ich erstmal warten, bis deine Crew da vorne mit dir fertig ist. Kein Ding. Ich habe gerade auch mal mit losgelaufen, deine Leute gerade ganz entspannt da vorne mit der Kelle hin. Ich überleg die ganze Zeit, warum bin ich auf der Graben plötzlich so langsam? Jetzt hat er mir die Flügel in der Box abgefahren, ne? Hab festgestellt, dass ich auf der Graben bin. Okay, das ist doof, dass das passieren kann. Ja. Mein Motor klingt gerade nicht so gesund. Wiederholt sich immer. Oh. Aber jetzt war kein Scheiß, wo kattest du? Hör auf damit! Guck in die Rennleitung, ich hab nicht gecuttet. Marvin, 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 Marvin. Sogar du stehst in der Rennleitung, Lukas. Warum hast du abgekürzt? In der ersten Kurve sind zu weit rausgekommen, ja. Das war auch, glaube ich, nicht in meiner schnellen Runde. Also ja, nicht in der jetzt die aktuell gewertet ist. Ich finde schön, dass bei Start-Ziel das 100 Meter Schild weggenommen wurde. Im Boah, Ernst? Wer hat das denn geschafft? Gibt rechts ja, Marvin. Ja, bei deinem Fazit, deinen Zeiten würde mich nicht wundern, wenn du jedes Schild hier mitgenommen hast. Ich hab nur in der allerersten Runde das der Schild mitgenommen, sonst habe ich kein Schild mitgenommen. Kommt wieder raus. Deswegen bist du jetzt auch Erster, ja? Weil du anderen Leuten die Orientierung nimmst. Wer geht auch gut. Komm da hinter mir, darf jetzt mal vorbeifahren. Komm, zwei, scheiße. Komm. Jetzt hab ich jetzt eine freie Fahrt. Ich komm hier überhaupt nicht in den Rhythmus, ey. Ich Hassel ist genau die gleiche Zeit in Sektor 1 gefahren wie ich. Und? Wie geht das? Ja, mal, aber erklär's uns. Genau. Wow. Spätestens nee. Jetzt nicht Hassel mehr. Ja. Alter, was gibt's denn? Ich stehe ja gar keine Schilder mehr. Wer war's? Oh, Porträten. Ich habe jetzt gerade erst vorher auf die erste Kurve zu gucken, so nach links. Okay, wo ist denn das 100 Meter Schild? Okay, gar keins mehr da. Schön. Ich gehe einen anderen Orientierungspunkt. Ja, Runde für den Arsch. Geil. Ach. Kann ja heiter werden. Oder so. Ich sag, ich lynch den Typ, der, wenn er die einer im Rennen umhaut, ehrlich. Boah, ja. Jetzt da im Rennen eine Prügelei. Direkt bei dem Startunfall. Gibt's eine Kollision, alle Schilder weg. Links, rechts, alles weg. Kollision wechsle ich das Team, das ist absichtbar. Nee, ich schlag beim Start in der Wand ein. In der Kollision ist Remo alles schritt, da bekommt Remo die Schläge ab. Alright, elegant. Ach. Lukas, unser Abstand ist ja richtig gut. 0,7 weggefahren. Mick, was hast du denn für eine Zeit? 24 Minuten. Remo, du bist echt schnell, muss ich sagen. Ah, okay.
Ja, ich weiß, Mann, Armin! Hör auf! Du kannst mich gerade selber an. Na gut, ich kann immerhin sagen, ich habe gar nichts hier über, somit. Ich habe auch nicht geübt, mal eingefahren. Vor dir, Klappe. Ist klar, Lukas. Ich habe wirklich nicht geübt, wann denn? Ich habe vor dem das letzte Mal, beim letzten Mal, wo ich dabei war, gezockt. Das ist 3-4 Wochen her jetzt. Ja, aber dann versuche ich jetzt noch eine Runde zu schaffen. Oh, ich schilder, dass die erste Kurve fehlt. Es nervt so extrem, es ist nicht normal. Ja, komm rum! Komm rum! Komm doch mal nicht rum! Ja, komm, oh, er kommt nicht. Kennst du das Problem, ne? Hey, Pace, der war gut. Er trifft, oder was? Yep. Ja. Ja, aber das war ein bisschen zu weit. Das sind harte Reifen. Richtig. Borgen wir mal ein bisschen Lukas. Redby, ich hab nichts gesehen, wenn du nichts gesehen hast. Kurz mal Rasenmäher. Ja. Ich hab langgezogene Kurve mal versucht, ganz eng zu nehmen, es war zu eng. Oh, fuck. Sorry. Scheiße. Außerdem sogar neutral geschaltet. Verdammt. Ja, mal kurz ein bisschen Rallycross gemacht. Ja, auch auf Katalinie. War jetzt schon der zweite Frontflügel, oder? Dritte. Zweite? Nee, der andere Mal bin ich eingeschlagen, ohne den Spoiler zu verlieren. Ich bin euch der Einzige, der seinen Spoiler wegwirft. Nö, ich habe auch schon einen, aber. Der war Absicht. Der war Absicht? Wie schmeißt du Absicht seinen Spoiler weg oder warum? Hier liegt auch einer. Mackie hat's gesehen, Mackie kann. Ich weiß warum. Bleib mal mit der Fahrt dann über die Linie und nicht in die Box. Jo, meine Zuschauer haben's auch gesehen. Von daher. Ja, noch ein bisschen. Warum fährt hier bei mir jemand. Okay, der hier gerade hinter mir kommt, ist bei mir gerade durchfällt, komplette Infield gefahren. Laut dem Punkt. Nee, der ist auch eine Linie her, die ist schwer gefahren. Letztlich. War die Motorrad-Variante. Ja. Das ist der erste Schild, tschüss. Nein. Go, Schwertbier, drift. Yeah. Oh. Noch jemand auf der Strecke? Ja, Viper. Boah, Viper ist ja schnell unterwegs. Ich glaube, das wird eine neue Bestzeit, oder? Na komm, komm. Kein Sprit mehr, oder warum schleichst du so? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, lief ja super. Na klar. Ganz super. Warten, bis da der Toro Rosso reingeschoben wurde. Er ist gleich soweit. So, da haben wir das Endergebnis des Trainings. Hassel deklassiert einfach mal alle wieder. Ja. Mit einer 21.4. Dann ProGame mal überraschend auch mal mit vorne dabei. Mal gucken, ob er im Qualifying oder im Rennen das dann auch so umsetzen kann. Ja. Und Viper nicht drin. Sehr ich Alter. Ich find deine Zahl aber gut. 9.11, ja. Immerhin etwas. Ich bin halt Marken. Naja, bei Ferrari kommt es jetzt nicht so geil, aber.
Ich bin halt für einen Ferrari 911, ja. Wer mag den nicht? Kommt zum Training in Katalonia für Ferrari also mit Porsche angefahren. Ich finde den Zeitabstand zwischen mir und Schwertbier. Und schafft trotzdem auf Platz 4 im Training, ja? Also ich finde den Zeitabstand zwischen mir und Schwertbier noch interessanter. Ein scheiß Tausendstel. Oh, Remo ist mal auf 9 gefahren. Ja, Mann. Wow, das ist für uns Arbeit. Naja, gut. Also, wir gehen wieder in unsere Team-Channels und dann geht's dann gleich los mit dem Qualifying. Dann sag ich schon mal Tschüss an alle und viel Spaß. Dankeschön. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Viel Spaß. Und viel Spaß, ja, das ist eine gute Idee. Fuck, ja. Warum sind die Dinger jetzt so aufgedingst? Na, weil aufgedingst. Die nicht zugedingst sind. Genau. Zugedingst sind die, ja. Lotus, Lotus ist weg. Da ist Lotus. So. Da haben wir's. Mensch. Lief ja ein Tickchen besser wie in Silverstone. Was ihr da draußen nicht gesehen habt auf Silverstone, könnt ihr froh sein, aber trotzdem, Hustle, ey. 1,5 Sekunden schneller, ey. Leck mich am Arsch. Das ist eine Welt. Echt eine Welt. Hey, ich Idiot, hab meinen Zin auf Mager gestellt. Darum habe ich so eine schlechte Zeit. Okay, ja, das macht halt, ist auch nicht so super. Welches Setup bist du denn gefahren? Das ist mal die erste Frage wieder. Ich bin das Vierer gefahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist falsch hier, oder? Ich habe auch das Vierer, keine Ahnung. Ich war mit dem Vierer schneller wie mit dem Dreier. Ja, okay, dann bleibe ich auf dem Vierer. Ja, ich nehme jetzt aus Vierer. Wenn es jetzt nicht regnen soll oder so, bleibe ich beim Vierer. Auch wenn Katalonia halt so eine Strecke ist, wo ein Dreier eigentlich Sinn machen würde. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich nehme es Vierer und hoffe, es passt irgendwie. Ich fahre irgendwie in die Punkte und es gibt kein so Chaos wie in Silverstone. Ich denke nur auf die Reifenabnutzung. Ja, aber da ist ja, haben wir ja gelernt, die etwas steileren Flügel ein bisschen besser. Und die flächeren Flügel ein bisschen besser wie die steileren. Wir stehen hier am Circuit de Catalunya in Barcelona, wo das heutige Qualifying bald starten wird. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir zum Geschehen unten auf der Strecke starten. Jo, Pro-Game ist raus. Damit hat sich das dann schon mal erledigt. So. Ja, beim Quali kann er noch beitreten, oder? Muss er probieren, ja. Ich stupse ihn mal an und sage, er soll beitreten. So, dann, Und er stupst mich zweimal an mit der Nachricht, Spiel ist abgeschmiert. Mein Spiel ist abgeschmiert. Ja, ich habe ihm schon gestupst, er soll nachträglich beitreten. Ja, ich nehme Options, ich nehme das Vierer-Setup und, dann fahre ich einmal mal raus und, guck mal, was für eine Zeit möglich ist. Naja, was die Leute da gefahren sind, ist schon krank, also, eine Gummiro. Muss halt auch sagen, Catalunya bietet eine Auswahl von sehr vielen verschiedenen Ideallinien und vor allem auch gibt es halt sehr viel grüne Abweiser. Ich weiß es halt nicht, inwieweit die ganzen Leute das auch wirklich nutzen, ja, oder auch nicht nutzen. Ist halt die Sache. Weiß nicht, keine Ahnung, das müssen wir mal gucken. Ich bin halt alles auf der Strecke gefahren, das kann ich schon mal sagen. Ja, ja, ab und zu bin ich auch übers Grün, aber das ist halt... Ja, es war maximal am Kurvenausgang wirklich. Wo ich drüber geschlittert bin, ja, war das aber nicht. So, und jetzt wird es jetzt wieder wahrscheinlich ein Blätten-Teams zerschossen haben. Dass die Punkte wieder nicht zusammenpasst, dass man auf einmal bei Teamkollegen oder so hat. Ne, momentan nicht. Gucken wir mal, was für eine Zeit möglich ist. Ist ja natürlich ein bisschen im Verkehr. Soll's. Marvin ist im Zuschauermodus. Tja, das ist bitter. Da können wir jetzt nichts ändern. Muss er im Rennen vom letzten starten. Jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen. Jo, mich dreht's weg. Geh gleich in die schnelle Runde.
ein bisschen zu viel Risiko gegangen, hat es mich weggedreht. Die Power auf der Hinterachse. Das Schild da außen immer wegfährt, ey, keine Ahnung. Alter, 22,4, ey. Na, Sekunde hinter Hassel, Alter, das ist eine Welt. Aber der ist zurzeit halt echt richtig gut drauf, ey. Hat man ja im vergangenen Rennen schon gesehen. Und der zurzeit einfach auch in zu vielen anderen Spielen unterwegs. Ich bin aktuell vor Lukas. Okay. Ja, bei mir ist das Problem, ich fahre zurzeit echt in so vielen verschiedenen Rennspielen, dann habe ich ja mittlerweile jetzt mit dem Lenkrad noch unterwegs und so weiter. Und dann halt nichts ist vergleichbar mit diesem Formel 1 Spiel, deswegen absolut nicht im Rhythmus dafür. Aber ist ja auch nicht so wild, ich meine. Hab ja einen guten Vorsprung. Ja, das Problem habe ich jetzt auch mit Race Room und das, was ich jetzt spiele, vermehrt. Ist ja auch nicht mehr. Also ich habe einen guten Vorsprung, auch die Teamwertung haben einen guten Vorsprung. Wenn wir da jetzt ein bisschen federn lassen, ist das, glaube ich, nicht schlimm. Dann ist es immerhin noch ein bisschen spannend, muss man ja mal aus der Sicht sehen. Ja, also ich kann noch eine gute Schippe mehr, deswegen ist es so schlimm. Mein Ziel ist es ja, besser sozusagen zweiten Fahrer zu bilden. Der zweiten Fahrerhälfte. Jo, jetzt müssen wir mal gucken. Es sollte nicht regnen, hat er gerade gesagt. Ja, ich denke auch nicht. Spanien, wieder ein trockenes Rennen, gehe ich davon aus. Also bei mir ist jetzt nicht angetappt, Mauer. Schon das zweite Mal nicht. Wie bitte? Bei mir ist jetzt schon das zweite Mal nicht in die Mauer reingefahren. Ja, bei mir jetzt auch nicht. Ich fahre ein bisschen langsamer als rein, dann passiert nichts. Ja, ich fahre ein bisschen mit dem Reifen auf dem Grünstreifen rauf, dann passiert nichts. Ab. Ich. Frischen Satz. Setup lasse ich. Warte ich mal noch mal meine X-Plate stellen. Mal da vielleicht mal eine Konkurrenz ein bisschen zu Hustle in jedem Sektor schnellster. Ist krass, ey. Vor allem im letzten Sektor extrem viel schneller. Mach mal zu, vielleicht lernen wir ja mal was hier noch vom katalonischen Meister.
Was halt Hassel macht, er nutzt halt wirklich die komplette Fahrbahn aus, die er halt kriegt. Also die auch erlaubt ist, selbstverständlich, das muss man auch nochmal dazu erwähnen. Und dadurch kann er natürlich halt schon mit viel mehr Schwung das Ganze machen. Jetzt ist er, glaube ich, noch in der Outlap. Warten. Gerade im letzten Sektor, ey, 5/10 ist er da schneller. Würde mich mal echt interessieren, wo er da das rausholt. Ich geh raus. So raus. Mit der Zeit zu knapp gleich. Also ich warte mal noch ein bisschen. Dann mach mal noch die Runde hier fertig. Weg hier aktuell schneller als ich. Ja, ich guck gleich. Ja, Mackie aktuelle 5. Wie viel ist er schneller? 4/10, 3/3 Zehntel. Viel schneller, schon 23,77 gefahren. Schlecht, Alter, das kann man noch 5/10 langsamer wie ich, ey. Krasser Scheiß, ey, was geht? So, jetzt gucken wir mal gerade auf den Monitor. Ah, komm ich voraus. Fertig. Final Versuch. Final Try. So, gucken wir mal, was wir hinkriegen. Oh, zu weit. Uah. Ich glaube, in der Schikane verliere ich die meiste Zeit, da habe ich keinen so guten Rhythmus. Bitte etwas langsamer in den Nebel.
Ich fahre. Vierter. Ich bin nur Sechster und ich werde mich auch nicht mehr verbessern. Ja. Scheiße, Mackie steht vor mir. Ja, der ist direkt hinter mir. Der ist nicht viel langsamer. Naja, auf jeden Fall Glückwunsch zu Mackie für die gute Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wäre ein spannendes Rennen, auf jeden Fall. Gut, Hassel, denke ja, ich mal, wir vorne wenn wegfahren, der ist momentan konstant fährt. Zu schnell. Wer steht da noch vor dir? Viper und... Viper und Pace. Ja, das Problem ist halt, jetzt sind halt Strecken, wo ich auch nicht so gut bin. Ich meine, Australien ist jetzt noch schlimmer wie Katalonien. Australien bin ich noch langsamer mit dem Formel-1-Wagen. Das wird auch so eine Strecke sein, wo ich gut liegen lassen werde. Catalunya, vierter Platz, ist okay, sag ich mal. Oh, WM ist noch nichts entschieden. Wie gesagt, nur für Lukas und Edbier bleiben. Dass ich da die Führung... Ja, ich muss mal gucken, dass ich halt den Start... ...irgendwie... ...krieg oder so. So, jetzt mal was trinken. Also zwei Zehntel oder so wären noch drin gewesen jetzt heute. Und an einem anderen Tag vielleicht sogar noch mehr. Drei Zehntel drin gewesen. Also drei Zehntel wären da noch gewesen, ganz leicht. Wenn nicht sogar mehr. Ja, ich habe keinen so richtigen Rhythmus für die Strecke. Das ist das Problem im Formel 1. Ich auch nicht, das ist mein Problem. Mit anderen Wagen, GT3-Wagen oder so weiter, würde ich ein bisschen besser klarkommen auf der Strecke. Ja, trotzdem, ich bin keine zwei Sekunden Hustle, das passt. Was für mich persönlich wichtig ist, ich starte vor Remo, vor Lukas und vor Schwertbier. Der einzige Mackie ist vor mir und der ist aber in der Meisterschaft weit hinter, also ich schaue da jetzt eher in Richtung Meisterschaft, dass ich meinen Platz verteidigen kann. Gucken wir mal. Zeit her, ey, Viper und ich halt, das ist nichts, ja. Krass. Gar nichts. 16. Ja, Pacer, die zwei... Ja, zwischen dir und Mackie so ein Stückchen. Also, Hassel ist definitiv in Sektor 3 der absolut schnellste. Ja, ich guck mal, was im Rennen ist. Rennen ist nochmal was anderes, wie... Hassel, bitte fahr jetzt nicht in die... Weil der fährt in die Box hundertprozentig. Weil der letzte Mal ist schon immer gemacht. Er will uns nochmal ein bisschen schmoren lassen.
Er zieht nur das Ganze sinnlos in die Länge, Mensch. Ja, ein bisschen schon. Becky ist fast 30 Zähler hinter mir, da mache ich nicht Sorgen. Ja. Wegen Qualifying morgen, wegen Rennen morgen. Ja. Was sagst du von der Strategie her? Keine Ahnung, wie Standardstrategie, also quasi weich, hart und dann gucken, wie lange die gehen und dann variieren halt. Ja, wollte ich gerade sagen, weich, hart, weich, müsste. Ja, würde ich sagen, ich bin mal mit. Wann waren das? Vor 2 Monaten bin ich mal mit Remo und Progame einfach mal als Vorbereitung in die Strecke gefahren, das habe ich mir mitnotiert. Und da bin ich gefahren, weich, hart, weich, aber die harten extrem lange gezogen. Okay. Das ist auch nicht. Ja, vielleicht dann weich, hart, hart oder so. Ja, irgendwie das wird wahrscheinlich für mich sogar die bessere Option sein, weil ich bin, komme auf dem harten recht gut zurecht. Glaube ich, fahre 2x hart. Ja, ich vielleicht auch. Mal gucken halt, wie lange die weichen halten, mal gucken, wie lange die harten halten und dann variieren halt. Und ja, Hassel fährt natürlich in die Box rein, um uns noch länger schmoren zu lassen. Aber als dieser Hassel darf er das machen. Ich suche gerade meinen Stift, ich muss mir dann wieder die Runde anzahlen und dir, sonst habe ich wieder ein Problem. So, da haben wir das Ergebnis. Hassel mit einer 22.3.13, gefolgt von Pace mit einer 22.6.8.4. Dann kommt Viber nicht so im gleichen Atemzug mit einer 22.95x, nenne ich es einfach mal. Dann Mackie auch mit einer ganz guten Zeit, 23.7. Dann der Googie 1.24.1. Dann der Creeper dicht dahinter mit 1.24.2. Da dicht dahinter mit 1.24.3. Der Let's Play Noob, der Schwertbier mit 1.24.7. Und Tom auf dem 10. Platz mit 1.25.6. Pro Game auf dem 11. Platz. Und ja, ich würde einfach sagen, wenn euch das Training Qualifying gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr die anderen Sichten auschecken wollt, sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ich bedanke mich bei Googie und ich hoffe doch, jo, wir sehen wieder uns morgen wieder dann zum Rennen, zum großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya. Bis dann. Ciao, ciao.